Und damit einen guten Abend an alle Zuschauer und an alle, die diesen Stream vielleicht noch nachgucken werden. Oder guten Tag, je nachdem, wann ihr euch das nachgucken werdet. So eine Runde Splatoon 2. So als kleine Vorfreude auf Splatoon 3. Dauert zwar noch ein bisschen, ja, nächstes Jahr 2022, aber egal. Ich habe mal wieder Lust, ein bisschen mit Tinte rumzuspritzen. Das ist keine Tinte. Gut, ich hoffe, das Stream läuft soweit. Okay. So, blub. Alles klar. Dann hören wir uns erstmal das Gerede von unseren beiden Lieblingsstars hier an. Ja. Bin mal gespannt, was für Modi uns Nintendo heute Abend aufzwingen wird. Okay, Skatepark und. I would have noch nö. Please don't do this. Ne, das Museum. Und Manta Maria. Im Rangkampf. Operation Goldfisch. Uiuiuiui. Ne, das kann ja lustig werden. Jo, na den. Ich glaube, ich sollte mal noch mein Outfit wechseln. Nö, das war's nicht. Tja. Okay, ich würde sagen, wir sind ready for battle. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Standardkampf. Einfach mal uns noch ein bisschen aufzuwärmen. Wir sind sowas von bereit zu spritzen, ey, aber so richtig. Richtig weit. Schon gleich mal ein 76er Stern-Typi. Oh je, ich merke, das Stream ruckelt gerade ein bisschen. Ich hoffe, das legt sich gleich wieder. Soweit alles andere aus. Bitte lass es nicht zu sehr ruckeln. Revierkampf! Der Casio Skatepark ist der. Ich mich oder? Der ein bisschen, weiß ich, da kommt mir irgendwie, das sieht mir ein bisschen, keine Ahnung, da kam mir gerade so ein bisschen komisch vor, so ein bisschen anders, als ob er irgendwie ein bisschen umgebaut worden wäre, aber vielleicht, nur vielleicht kommt mir das nur so vor. Ja, schon richtig die fette Action hier. Du hast meinen Kameraden getötet! Angriffstyp. Ich bin ja eigentlich dabei, mir ein paar Angriffs-Icons anzuhäufen, um meinen Gegner noch schneller zu erledigen, aber jetzt hier für diese Runde kämpfe ich mit dem, was ich habe! Mir kommt der Startbereich ebenfalls größer vor. Ja, genau, mir kam der auch viel größer irgendwie. Wurde das kürzlich umgeändert oder? Keine Ahnung. Er kam mir damals nicht so groß vor.
That's what she said. Oh Mann. Ich glaube, wir werden hier so ein bisschen auseinander. Junge, steh doch nicht nur so da. Ich glaube, hier in dem Kampf kommen wir auf keinen grünen Zweig mehr. Jo, ey, Alter, was ist denn da los? Soos. Jetzt kann ich mich da so ein bisschen vorbeisneaken. Und das ein bisschen von hinten aufräumen. Shit. Entweder sind die zu stark oder wir sind zu schwach. Und den Spruch habe ich definitiv nicht von einem Werbetrailer geklaut. Ja, Keanu, die erste Runde lief nicht ganz so. Was haben denn meine Teamkameraden so gemacht? Mhm, 528. Das muss aber besser werden. Ich bräuchte eine Angriffskraft. Ich habe zwar schon drei Angriffs-Icons auf meinem Set hier drauf, aber so ein, zwei mehr würden noch besser sein. Fisherman's Kern, ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin nicht der Fisherman's Friend. Keanu, gib mal Feedback. Hört man das Spiel gut, ist es aber auch nicht zu laut, sodass man mich noch hört. Mein elendes, klagendes Gejammere. Bleib mir doch mit dem Schwapper weg. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Blaster oder der Schwapper? Ist beides scheiße. Sie kommen! Sie kommen! Sie haben es auf mich abgesehen, aber ich überlebe. Gut so vom Sound, alles klar. Man braucht 20 Abzeichen im Lager. Ja, das ist so heftig, ey. Wenn du Angriffs Plus haben willst, dass du einfach mal so 20 von diesen verdammten Icons haben kannst, damit du ein einziges Icon auf dein ganzes Set drauf machen kannst. Das ist so blöd. Sehr gut, Kollege. Ich habe gesehen, du hast den Kameraden getötet. Tower Defense. Das ist aber ein großer Tower hier. Ich glaube, ich sollte mich mal wieder aus dem Staub machen. Geht doch da hoch! Ja!
Okay. Na, 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 was ist denn da los? Ungebetener Besuch? Shit! Ich glaube, das gewinnen wir wieder nicht. Och Leute, was macht ihr denn? Alter, der olle Blaster-Typ, der kommt nur über die 500. Was ist los mit dir? Ein 13-Stern-Typi hat auch gerade mal nur 600, also von so einem hätte ich eigentlich mehr erwartet. Emily! Wenigstens über 1000 Punkte. Ja, das soll bei mir Standard sein. Also wenn ich in einer Runde unter die 1000 komme mit den Punkten, dann bin ich nicht zufrieden mit mir. Mindestens 1000 muss bei mir Standard sein. Und 900 ist gerade mal so ein Trostpflaster. Aber wenn ich weiß, ich bin über der 1000, dann habe ich einen guten Job gemacht. Ach Leute, ich freue mich so sehr auf Splatoon 3, ey. Das wird geil. Vor allem bin ich auf diese komische Ninja-Fähigkeit, was man da gesehen hat. Wenn man sich sowieso wie so Spider-Man-like von einer Wand zur anderen Wand hier hin swingen kann. Oh, meine Lieblingsmap. Meine Lieblingsmap ever. Of all time. Nicht. Dann geht immer vor, ich tue hier vorne mal hier bei uns in der Base noch ein bisschen einfärben. Das sind ja alles wichtige Punkte hier. Let's freaking go, Bombenhagel! Bombenhagel, na? 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 Wer will schon mal in die Luft gejagt werden? Du wolltest von mir erschossen werden, alles klar. Ich hab deine Message verstanden. Oh nein, 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 nein! Roller-Typi! Roller-Typi! Ich hab das gerochen. Und es hat gestunken. Bin gespannt, ob der Standardkampf endlich mal ordentlich gemacht wird. Wähle dein Team und deine Map und so weiter. Ja, hoffentlich, aber es ist Nintendo. Es ist Nintendo, die brauchen ja immer gefühlt länger, bis sie mal was begriffen haben. Ich stelle mich schon mal darauf ein, dass der Standardmodus nicht besser gemacht wird in Bezug auf Team wählen und Maps wählen, Modi wählen. Nintendo will uns bestimmt wieder alles aufzwingen.
damit die auch was zu tun haben, ne? Die müssen ja irgendwie beschäftigt werden, müssen sie die Modi und Maps alles raussuchen für uns. Oh nein, don't do this. Ich habe ihn erledigt, während ich auf der Flucht war. Oh, oh. Ich war schon um die Ecke. Und der Typ bringt mich um die Ecke. Macht das Sinn? Nein! Wow. Okay. Ja, schon ordentlich was gemacht hier, ja? Also, das war jetzt mal um 180 Grad rumgedreht. Und wie die neuen Server bei dem Spiel sein werden. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich bin sowas von 2006, ey, das gibt's nicht. Ah, okay, die hatten auch einen weniger, alles klar. Kein Wunder, dass wir die so zurückgedrängt haben. Er hat schon gemerkt, er hat keine Chance. Da hat er die Flucht ergriffen. Ist gleich mal komplett aus dem Raum raus. Ein Japanotyp. Ein Japanotyp, der Stern 8 ist. Ja. Das kann interessant werden. Yue! Yue, was geht? Stay alert! Danke für den Host. Wer hat mich denn gehostet? Ah, Keanu. Welche Überraschung. Danke, Keanu. Danke, mein guter. Schon wieder der Halbguthafen. Wir haben UA im Team, ey, da können wir doch nur gewinnen. Ey, wenn ihr ein UA im Team habt, dann gewinnt ihr immer. Das garantiere ich euch. Ah, okay, ich will auch schon. Kameraden tun fleißig einfärben. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Völlig wahnsinnig geworden! Was hätte ich da tun sollen? Ach, der Regen von dem hat mich auch noch gekillt. Peinlich, peinlich. Ja, ich bin halt Gamer, ich vertrage kein Wasser. Wenn es draußen regnet, gehe ich nicht raus. Hana.
hab ihn erwischt! Ich hab ihn erwischt! Ich hab ihn erwischt! Er hat mich erwischt! Ach, das war nicht der... Der Blaster-Typ, der andere, der Sniper-Typ hat mir durch den Rücken geschossen. Fies. Genau! Genau! Emily! Ich liebe den Geruch von nassem Gras, nachdem es geregnet hat. Ich liebe den Geruch von Gras, wenn es frisch gemäht wurde. Hilfe! Ich habe Angst! Hey, wenigstens habe ich den Japaner-Typen gekillt. Ich glaube, darauf mal ein ehrenhaftes Uff. Und Yui, du hast mich enttäuscht. Meine Erwartungen waren hoch an dich. So viel Angst hattest du nicht mehr, seitdem auch der eine... Was? Seitdem auch der einen Ecke gesprungen kam. Ja, okay. Ich glaube, du meintest, als du mal einmal aus der Ecke gesprungen kamst und ich aufgeschreckt bin wie so ein Kanickel. Fangusa! Fangusa. Der große Fangusa. Ja, Keanu, an die Geschichte erinnerst du dich gerne. Oh, ohne Witz, der Startbereich hier, da kommt mir echt viel größer vor. Hey, ich färb hier doch schon ein, ey. Warum kommt ihr denn hierher? Teilt euch doch auf, Jungs und Mädels. Defense. Oh! Und da macht einer Sniper Defense. Alter, und das ist so ein scheiß Troller. Das ist auch nur der Japaner, ey. Alter Schwede, ich dachte, ihr Japaner seid Ehrenmänner. Und Ehrenfrauen. Aber nö. Ihr seid nur kleine Stinker. Ihr seid kleine Stinker, wie es im Buch steht. So, was du kannst, kann ich schon lange. Und Leute, ich bin kein Fan davon, wenn hier einer so dieses Troll-Gedöns hier macht. Das ist einfach unehrenhaft. Ihr lieben Leute. Seht mal zu, dass ihr die ordentlich in Schach haltet. Ich bin doch schon hier oben. Geh weg, geh weg. Ja, genau. Geh in die Schlacht. Geh in die Schlacht und verteidige hier das Feld. Ich muss hier auf allen Seiten immer aufpassen. Nicht, dass hier einer plötzlich so hier raufgesneakt kommt.
Oh je, oh je, oh je. Ja genau, schnappt ihn, schnappt ihn. Schnappt ihn euch. Verdammt. Lediglich der Kollege wurde wieder gesniped hat. Boom. Wow. Ach du Scheiße. Zu früh gefreut. Okay, das macht dir gerade echt Spaß. Wow. Ey. Yikesy. Ich muss noch ein bisschen einfärben hier. Yeah. Merkt, ich war dezent in Action. In wie vielen Spielen habe ich dich eigentlich schon paranoid gemacht? Mir fällt da nur Splatoon und Yu-Gi-Oh! Ein. Alter, richtig auseinandergenommen. Ich glaube echt, in keinem anderen Spielenkern hast du mich jemals so paranoid gemacht wie in diesen beiden. Beetlejuice. Henry, der Henry macht mit. Der gute Henry. Okay. Leute, rocken wir das Ding hier. Ah ja, alles klar, da kommen sie schon. Da kommen sie schon, die kleinen Stinker. Wow! Und da geht der kleine Stinker. In dem Fall bin ich das. Juhe! Alter, Juhe, als du bei mir im Team warst, richtig verkackt, ey. Und jetzt hier fetzt der Typ mich immer einfach weg. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Oh Gott, ey. Mensch, wieder so zurückgedrängt. Oh Gott, 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 oh Gott.
Oh, oh. Schnell, 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 schnell. Schnell noch irgendwas, ein bisschen was reißen. Los, 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 los. Und? Und? Jetzt könnte knapp werden. Nein! Um 6,4%. Ey, wir hatten noch ein weniger, Alter, dieser olle Japaner-Typ, ey. Och, Mann. Arena und Kampfarten werden gewechselt. Ist vielleicht auch ganz gut. Der Typ mit dem Hammer ärgert sich jetzt bestimmt richtig nach dem Kill. Ja, ich fand's geil. Ich fand's einfach nur geil. Ja, was haben wir denn? Steinkühlergrube, Aruana Center, ein Rangkampf, Hotel Neotun, Halbuthafen, Muschelchaos. Ich finde das Hotel, die Hotel-Map, die kommt so verdammt selten. Das ist eigentlich schade. Sollen wir mal Rangkampf machen? Machen wir mal Rangkampf. Machen wir mal Rangkampf. Mal so ein bisschen als Abwechslung. TT aus Diddy Kong Racing macht mit. Interessant. Die Hotel-Map sagt mir gerade gar nichts. Ja, kannst du mal sehen, weil die Map so arsch selten ist. Und so verdammt selten. Und dann ausgerechnet beim Muschelchaos. Aber hey, wir haben einen Furry bei unserem Team. Wir haben Furry! Ein richtiger Furry. Ja. Na Kollege, das muss aber besser gehen. Oh, oh, dann Sniper, dann Sniper! Nein, geh weg, geh weg, geh weg! Oh, 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 oh Gott, ist wieder alles hier. Voll in Action! Voll Action! Oh, mega krasse, mega Action. Und go! Yes! So muss das! Warum rede ich so komisch? Alter, haben wir den jetzt gerade Punkte reingeknallt? Nein, verdammt! Komm her! Oh oh, die knallen uns hier aber auch gerade Punkte rein. Nein! Titi! Titi Cam! So, jetzt habe ich's gesagt. Das lag mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Oh Gott. Nein! Ich habe den Sniper-Typ zu spät gesehen! Trottel. Oh nein. Sie haben einen Football komplett. Sie haben das Ei komplett. Das dürfen wir nicht zulassen. Wow. Wowie. Saui. Oh.
Oh, ich bräuchte noch eine Muschel. Nur noch eine Muschel, verdammt. Alter, der Typ kann mich mal in Ruhe lassen, bitte. Na komm her. Ich muss mich jetzt irgendwie fix an den Typen vorbeisneaken. Jetzt! Schmeiß doch, ey! Meine Fresse! Ich hab doch auf den verdammten Knopf gedrückt! Und er schmeißt das Scheißei auch noch nicht! Wie unzurechnungsfähig ist mein verdammter Octoling! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Die knallen uns hier wieder ein Ei rein! Kann ich mal ziehen? Boah, dabei haben wir den am Anfang so viele Punkte reingeknallt. Ja, ja, oh, wir haben noch aufgeholt. Cool, du sagst es. Nicht zu mir. Ich wollte cool sagen. Sorry. Oh nein, verdammt. Verdammt. Nein, was habt ihr gemacht? Nein, 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 nein. Kann das Scheißding auch mal runterkommen? Danke. Mann, dabei haben wir so schön aufgeholt. Ich will Diddy Kong Racing auf N64 online. Ey, wenn Nintendo das Spiel nicht für N64 Nintendo Online nachreicht, ey, dann sind die mehr als dumm. Ich meine, wenn sie, come on, die können Banjo-Kazooie. Die haben es ja im Trailer schon gezeigt, die bringen Banjo-Kazooie noch drauf. Wenn sie dann nicht Diddy Kong Racing nicht noch mit drauf bringen, ey, dann ist bei denen irgendwas falsch gelaufen. Aber ich bin mir sicher, wenn sowas wie Banjo-Kazooie kommt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch noch Donkey Kong 64 und Banjo-Tooie und Diddy Kong Racing noch dazu kommt. Und wenn ja, fragt sich nur, wann kommt es dazu? Ich hoffe, dass es sich bei Diddy Kong Racing nicht so viel Zeit lassen, weil das Game will ich auch haben. Das dann online zocken mit Keanu und Rüdiger. Das wäre geil. Das war ein richtig spannendes Match. Oh ja. Hat man mir auch, glaube ich, überhaupt nicht angemerkt, wie ich da gerade am Fighten war. Das war ein richtig langweiliges Match für mich. Diddy Kong Racing wäre so witzig im Multiplayer. Ja, definitiv. Vor allem noch hier diese Battle Maps. Hier die Eispyramide zum Beispiel. Dieser Battle Royale Modus. Alter, das wäre so geil. Das war meine Lieblings-Battle Map. Also der Pro-Gamer-Star, jetzt haben wir alle verkackt. Pass auf, der nennt sich Programmer und dabei ist es der übelste Lappen. Die Map kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Die hatten wir heute auch noch gar nicht. Alter, die haben Programmer. Programmon.
Unsere Gegner haben den Pro-Gamer und Fox. Alter, das wird ein harter Kampf, ey. Der Fox, der spammt hier einfach nur die Barrel Roll und macht uns alle nieder. Der wehrt dann alles ab. Alter, der Pro-Gamer hat mich erwischt. Alter, der ist ein richtiger Pro. Und ein Gamer ist er auch noch. Mich richtig niedergemäht, also richtig von hinten genommen. Hey, stimmt doch mal! Uff! Yeah, geil! Schon mal die ersten Punkte! Unsere Gegner, wenn ich das richtig sehe, die haben auch ein Ei fertig hier. Nichts da, Kollege! Ja, komm ruhig her. Ja, da willst du jetzt ganz sneaky machen hier. Oh shit! Wieder war es der Pro-Gamer. Wieder war es das Pro-Greymon. Nein! Verzieh dich! Uff! Fox! Alter! Fox hat einfach hier seinen Charge Unlock Laser hier auf mich gefeuert und mich und meinen Kollegen hier weggefetzt. Oh nein! Du kommst hier nicht durch. Du kommst nicht vorbei. Haltet das Cool Kid auf! Haltet das doch auf! Nein! Defense! Defense! Oh no. Ja, los, rein, ja, genau, perfekt, ja. Hier noch ein bisschen Defense hier. Ihr klatscht alle eure Muscheln rein, ja. Oh, das wäre fast ein Perfekt. Schmeiß noch rein, Junge, los. Fast ein Perfekt gewesen, ey. Was für ein Perfekt das gewesen wäre. Alter, schon wieder Fox. Wieder sein Charge Unlock Laser hier auf mich gefetzt. Das müssen wir aber machen. Schnell, weil wir jetzt so weit in Führung liegen, jetzt nicht übermütig werden. Klatsch doch rein! Sind die denn keine Muscheln mehr? Los, komm schon! Nein! Bitte keine Verlegung! Nein! Los!
du blödes Ei, geh doch weg! Ja, nein! Ich komme mir gerade vor, als würde ich auf dem Klo sitzen. Und selbst ein Ei legen. Ja! 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 Taxfraud heißt einer im Raum. Das ist Englisch für Steuerbetrug, okay. Also einen richtigen Steuerbetrug hier gemacht. So. Dafür ist er jetzt in den Knast gekommen. Ein richtiger Höhnis war das. Das war ein richtiger Höhnis. Merkt euch, Kinder, macht keinen Steuerbetrug, sonst werdet ihr gesplattet. Smell da. Ist das Zelda, wenn sie sich wochenlang nicht gewaschen hat? Smellt die dann auch so richtig? Ich weiß, aber schlecht, tut mir leid. Ich werde nach dem Stream für diesen Spruch werde ich mich in eine Ecke verkriechen und nicht mehr so schnell wieder rauskommen. Hönes Shots fired. Mr. Bear. Der Olli Polli. Olli Polli, der Name sagt ja auch was. Ist der ins Platoon hier auch nicht mal gegen mich angetreten? Let's go. Nein, da einen geht noch. Ja, genau. Und fire! Also das erste Ei jetzt hier in das Netz rein zu donnern, das war... very easy. Oh, 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 nein, haltet ihn auf, haltet ihn auf. Yes. Oh, nein, 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 es wird so viel Action hier, reinste Action. Action, Action, super krasse Mega-Action. Du kommst nicht vorbei! Yes! Oh je. Ja! Nein! Hat nicht gereicht! Es hat nicht gereicht. Kein Touchdown für den Endsmash. Einfach durch, einfach durch! Nein, das war dumm, das war dumm! Smell da, Alter, die hab ich einfach weggestinkert. Richtig weggesmelt. Oh Gott. Nein. Scheiße, die haben ein Ei. Scheiße, die haben ein Ei.
Eins noch. Ich brauche noch eine Muschel. Eine verdammte Muschel. Es wird doch irgendwo noch eine verdammte Muschel übrig sein. Nein. Wenn es noch eine verdammte Muschel liegt. Oh nein. Los. Ist mir gerade ein bisschen zu viel Action hier. Ja, Kollege, dich habe ich gesehen. Oh, hier ist aber fix. Nein! Oh, dieser blöde Penner, ey, weil er mich hier angeschossen hat, bin ich zurückgedrängt worden und konnte das Ding nicht in das Netz feuern. Octofan! Nein, hab Kollege schnell, komm. Nein. Oh shit, die haben auch ein Ei. Nein, die haben zwei Eier. In Smash, du bist wieder ja, wie ein Kleinkind. Oh, yes. 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 Wie viel Pech du in dem Match hattest, krass, ey. Scheiß drauf, wir haben gewonnen. Ist mir scheiß, ey, ich habe 11 Kills gemacht. So viel Pech kann ich nicht gehabt haben. Anstrengend die Runden hier gerade sind. Ich bin enttäuscht, aber das ist keine 1000 Punkte. In dem Modus ist mir das scheißegal, Keanu. Der Hugo macht mit. Hugo und seine alten TV-Games, bei denen man noch anrufen musste, um damit zu spielen, und dann die Steuerung so verzögert waren, weil die mit den Anweisungen der Telefonaten hier nicht hinterherkamen. Der Telefonaten. Die Telefonaten. Könnt ihr sie nicht sehen? Die Telefonaten. Wumbotron macht mit. Jetzt ist es. Das ist der genialste Name, den ich heute Abend je gelesen habe. Bei so viel Aufregung muss ich mich mal im Hotel entspannen. Alter, ich hab Wumbotron im Team. Wumbotron, let's go. So ein richtiger Wumbotron, ey. Der ist so Wumbo, ey, und so Tronic, der kann's halt. Hui! Alter, der Hugo! Ich merke gerade hier, die Peer-to-Peer-Übertragung ist wieder on point. Ist wieder meisterlich.
Redaktion. Ja, die Redaktion ist mit den Angaben der der Gäste am Telefon nicht hinterhergekommen. Oh, oh. Ja, stopp. Wo war hier nochmal der Korb? Ach, auf der anderen Seite. Nein, nein. Wow! Alter, ich habe zwei niedergemäht. Während ich tot war. Ich habe den Keanu gemacht. Nur besser. Habe ich gesehen. Oh, oh. Nein, 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 die uns hier wieder einreihen. Och, was ist denn los? Ihr kleiner Pisser. Leute, kriegen wir das heute noch mal hin? Das ist nicht passiert. Ja, genau, springt alle dahin, ey, obwohl ihr alle gerade abgeschnitzelt wird. Werdet, sorry. Was? Er war tot! Ach, so eine scheiß Bombe, ey, hat mich gekillt. Was? Alter, er hat den Keanu gemacht. Also hier wird gerade richtig. Hier wird gerade richtig Keanu geehrt. Sie machen alle den Keanu. Und ich mache nur den Endsmash und sterbe. Oh, war da noch einer? Ach, der Typi. Wo war der? Ich hab den gar nicht gesehen. Fuck. Ja, genau. Ey, wo kommen immer diese scheiß Bomben? Ich sehe die immer nirgends. Tauchen einfach so aus dem Nichts auf. Der
Was hatte ich bitte für ein Team? Level 19, Level 20, Level 30. Ey, aber wieder der KK-18-Typ, den einen da durchgelassen hat, obwohl er ein Ei hatte, dass er in unser Netz reinwerfen konnte. Alter, der hat den einfach vorbeigelassen. Der hat gesehen, wie er an ihm vorbeigerauscht ist und läuft einfach schnurstracks weiter. Ey, was ein Vollidiot. KK-18, kannst du mir einen Gefallen tun und bitte den Raum verlassen? Ja, der Keanu-Kill. Hm. Das war eine 3-. Eine 3- für was? Für welche Leistung habe ich diese Note bitte verdient? Keanu, please explain it. Olli Polli. Könnt ihr euch mal verziehen hier? Genau, jetzt hopp, knallt richtig rein. Zack. So, hat meinen Beitrag auch geleistet. Diesmal habe ich die Bombe gesehen. Diesmal habe ich das Scheißding gesehen. Los, reinfeuern, alles reinfeuern, was geht? Ich glaube, ich hatte nichts mehr, oder? Ja, jetzt habe ich mal den Keanu gemacht. Schmeiß doch rein, Jungs und Mädels. Großartig. Yay. Yeah. Und hallo, Feuerskelett. Einen schönen guten Abend. Dein Keanu-Kill mit der Bombe war eine 3-. Och, boah, Keanu. Aber guck mal, das vorhin, ey, das war doch jetzt eine 1+. Mit Sternchen. Puh.
Danke ebenfalls. Na klar. Ich hoffe, du wirst hier ein bisschen Spaß haben. Oh nein, wir haben einen Destiny-Cast-Typen hier in der Gruppe. Oh nein. Keanu, unsere Erzfeinde sind hier. Passenderweise muss ich gegen unseren Erzfeind antreten. Whee! Wow, wow. Was ist, wenn ich sage, dass ich auch einen Destiny-Cast im Namen habe? Tja, dann muss ich das akzeptieren, ne? Ja, es ist halt so, wir hatten in Splatoon schon mal... ich glaube, das war in Splatoon 1, oder? Ja, ich meine, das war in Splatoon 1. Wir hatten mal eine richtig schlechte Erfahrung mit einer kompletten Destiny-Cast-Gruppe. Die haben sich richtig unsportlich verhalten. Das war, ich glaube, das war bei Turm, ja, bei Turmkommando müsste das, glaube ich, gewesen sein. Nein! Wir haben uns in unserer Base so weit zurückgedrängt. Fuck. Und die hätten den Turm locker zu uns ins Ziel bringen können. Haben sie aber nicht. Statt den Turm ins Ziel zu bringen, haben sie uns immer und immer wieder gekillt, an unserem Startpunkt festgehalten. Und uns dabei so hart getrollt, dass es eigentlich schon nicht mehr feierlich war. Deswegen hegen Keanu und ich so einen leichten Groll gegenüber Destiny Cast. Ich meine, come on, wie unsportlich muss man bitte sein, um sowas zu machen. Das war halt echt einfach nur noch arschig. Von den Jungs und Mädels. Stirb doch mal, danke. Mehr wollte ich doch nicht. Und let's go! Yeah. Geil, ich hab den Destiny-Cast-Typen erledigt. Ah, verdammt, verdammt, nein! Los, Jungs und Mädels! Oh nein, du nicht. Du kommst hier nicht vorbei. Du schon mal gar nicht. Wow! Alter, na gut, ich hab drei von denen erledigt. Ich bin zufrieden. Und die haben das eigentlich gekriegt. Junge, stirb doch mal. Danke. Los, 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 aufhalten, aufhalten. Gehst du weg? Das wird gerade ein bisschen gefährlich. Oh Gott, er hat ihn aufgehalten. That's my man. Or my girl. Je nachdem, was für ein Gender du hast. Nein. Destiny Cast. Ist hier gerade ein bisschen zu viel Lila hier in unserer Base.
Immer der Naumfärben hier. Da kommt schon wieder einer mit einem Ei. Fuck. Nein, Kollege! Geh doch nicht zu ihm hin, wenn der sein Special einsetzt! Jetzt aber fix. Guck mal, ich bin mal so nett und komm dir entgegen. Das Ei da reingekriegt. Scheiße, da kommt schon der nächste. Nö, 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 nö. So nicht. Ey, Leute, jetzt trollt ihr ja auch noch. Das ist doch nicht sportlich. Hört doch auf damit. Ist ja toxisch. Schwör, ich bin nicht so einer. Ja, ja, das sagen alle. Nein, Spaß. Spaß, alles gut. Glauben wir dir, ist nur ein kleiner Joke zwischen uns. War aber wirklich sehr unfair, da ein Match damals hatte... Was? Da ein Match damals hatte noch knapp eine Minute gedauert. Die haben die Zeit einfach ablaufen lassen, 1 bis 2 Meter vor dem Ziel und nur getrollt. Ja. Alter, das war echt so unsportlich. Das war einfach... Ich meine echt, wie scheiße... fühl dich jetzt bitte nicht angesprochen, Feuerskelett. Aber wie scheiße muss man bitte sein, um so einen Mist abzuziehen? So eine unsportliche Scheiße abzuziehen? Ohne Witz. Ja, ich kenne das selber, ist ein bisschen shit. Oh ja. Wir wollen doch hier alle fair and square spielen. Kommt auf den Channel eigentlich öfters Platoon? Ich stream noch nicht so lange und das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich Splatoon streame. Vorher habe ich Super Mario Maker 2, ein bisschen Star Fox Zero auf Highscore und Minecraft gestreamt. Und heute das allererste Mal Splatoon. Let's back up the squadron. Let's back up the squadron. Und Feuerskelett, danke. Danke für den Follow. Danke, dass du das Geschwader unterstützt. So, ich muss mich mal kurz muten. Aus, ich sage jetzt mal aus familiären Gründen, aber das Gameplay wird weiterlaufen.
So, haben wir souverän gewonnen. Bist du auch Hype auf Splatoon 3? Sowas von, ey. Das wird einer der besten Games 2022. Keine Ahnung, sind wir. Können kaum erwarten, das zu spielen. Feuerskelett ist auch der Meinung. Alter, der Funky Monkey. Der macht nur 3 Schaden. Der Olli aus Animal Crossing, der macht auch mit. Und ein Toaster. Alter, alle Toaster toasten Toast. Wir haben hier wieder richtig fancy Leute hier in der Gruppe. We got company? We got company, oh mein Gott. Der Gottsand Gamer! Entsendet 7 Flügelmänner! Danke, 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 danke! Wunderbärchen, alle herzlich willkommen hier in diesem kleinen schnuckligen Splatoon 2 Stream. Was habt ihr denn Schönes gestreamt? Wir sind schon total im Hype auf Splatoon 3, deswegen streamen wir bzw. ich mal ein bisschen Splatoon 2. Oh, die haben schon das Ei, Alter, der Olli, der ist nicht nur in Animal Crossing tätig, ey, der rockt hier auch in Splatoon 2, das gibt's ja nicht. Die Katze hat mich einfach niedergesplattet. Wieder ein bisschen zu viel Action hier. Komm mal her, Sniper-Typ. Ich muss dir niemanden wegsnipern. Ja, genau, ja, genau, ey. Alle Ziele sind auf mich gerichtet. Ja, beziehungsweise alle Raketen. Ich bin ja das Ziel. Mario Kart Casual. Ja, Mario Kart ist immer gut. Mario Kart ist immer gut. Komm mal her, Stinker. Ja. Aber eine Runde Mario Kart kann ich auch mal wieder streamen. Es hat nur die Frage, ob ich dann Mario Kart Wii Custom Tracks wieder streame. Oder vielleicht mal eine Runde Mario Kart 8. Deluxe. Funky Monkey. Der Funky Monkey hat mich weggesnipert. Das CP steht für Checkpoint. Okay. komm mal her, du. Scheiße, er hat das Ding doch noch ins Netz geballert. Der Wombotron, ey. Der Wombotron, Alter. Das gibt's nicht. Der ist so wombig. Leg dich niemals mit dem Wombotron an. Kannst du mal den Jungen in Ruhe lassen? Los, alles einballern, was geht! Yes! Ihr kommt nicht vorbei! Schon mal gar nicht weg. Oh, da ist schon wieder der Olli.
Nein, weil ich wieder mit dem großen Zeh in der gegnerischen Tinte hängen geblieben bin, habe ich den Sprung nicht geschafft. Oh, come on. Komm hier gerade nicht so wirklich durch. Oh Gott, nein. Oh, ja, 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 ja. Alter, mitten ins Kreuzfeuer geraten. Richtig fett ins Kreuzfeuer. Ihr glaubt's ja nicht. Kannst du mal weggehen? Danke, Olli. Ja. Oh, Hilfe. Und smash das Ding rein. Smash hier. Ich muss das Ei hier ins Netz rein smashen. Ich muss doch meinem Namen gerecht werden. Seriously, jetzt noch Verlängerung. Please don't do this to me. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Komm du mal her, komm du mal her. Nix da. Nix da, Kollege. Das war wieder Action vom Feinsten. Ich habe 18 Kills gemacht? Ich habe 18 von denen niedergemäht? Holy Macaroni. Ja, bei mir läuft im Ranked. Oh, let's back up the squadron. Danke. Spitzspatz. Der Spitzspatz unterstützt hier unser Geschwader. Wunderbar. Dankeschön, Dankeschön. Spitzspatz, der ist hier der Falco hier in unserem Geschwader. Unser Asspilot. Der Lele macht mit. Lele, so hieß einer bei mir aus der Ausbildungszeit. Oh, nein, nein, nein. Hilfe. Ich will doch nur hier durch. Ich will euch doch nur mein Ei ins Netz knallen. Und ich weiß, das klang übelst weird. Das sollte auch übelst weird klingen. Scheiße, ich hab die Kraftbombe vor mir nicht gesehen. Richtig mit der Tentadüse weggeschossen. Wow! Oh je. Easy. Nein, nein, Mist. Sakuri. Das kannst du doch nicht machen.
geschützt. Die haben ein Ei fertig. Oh, jetzt aber fix, 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 fix. Oh, das schaffen wir nicht mehr, das schaffen wir nicht mehr. Nein. Wie könnt ihr es wagen? Alter Sakuri! Neonfeindes Perser ist schon eine echt nice Waffe. Oh ja. Ich liebe die Feindes Perser Waffen. Könnt ihr euch mal hier aus unserer Base verziehen? Dankeschön! Ich wüsste gerade echt nicht mehr, wo hier hinten und vorne ist. Das gibt's nicht. Wir kommen gerade nicht so wirklich durch. Ja, genau. Genau. Wage es mal vorherzusagen, die Runde haben wir verkackt. Oh boy, das ist ein starkes Team, was wir hier gegen uns haben. Schwimm! Kommst du jetzt? Ich komme hier nirgendwo vorbei, hier ist so viel grün. Da war echt eine Haftbombe, die ich nicht gesehen habe. Wie meisterlich war bitte diese Haftbombe geworfen. Habt ihr schon in der Bär GmbH Theorie zu Splatoon 3 gehört? Was, eine Bär GmbH Theorie zu Splatoon 3? No. Da habe ich noch nichts von gehört. Oh, yo! Okay, das haben wir verkackt. Mit Chinchillas anfangen zu nerven. Feuerskelett, erzähl mal von dieser Theorie. Das klingt spannend. Warte, Himawari, war das nicht die Tochter von Naruto? Ich meine, die hieß Himawari. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Daryuk! Alter, wir haben eine Shinigami hier bei uns in der Gruppe. Alter, der schreibt uns alle hier in sein Death Note rein und gewinnt instant. Jo, so heißt sie. Ach, bin ich doch nicht so kacke in Naruto.
Himawari und Boruto. Die Kids von Naruto und Hinata. Ja, ich als Noob muss jetzt hier mit meinem Naruto-Wissen angeben. Mein nicht vorhandenes. Juhu! Alter, da rutscht die Klecksbombe auch noch schön mit in die Richtung runter, in die ich jumpe. Alter Himawari. Ey Leute, ich weiß, warum sie die Brille aufhat. Ich weiß, warum sie diese Brille aufhat, damit man nicht sieht, dass sie ihr Byakugan aktiviert hat. Und uns hier alle orten kann und wegschießen kann, wie noch was. Und mich dabei noch so blöd dastehen lässt, dass ich ins Wasser falle. Ryuk hat das Ei voll. Los, Ryuk, schmeiß das Ding ins Netz, da gibt's auch eine Portion Äpfel extra. Mit reinwerfen hier voll, ey, das war Teamarbeit von Feinsten. Da konnte selbst Himawari mit ihrem Byakugan nichts anrichten. Ja, genau, was richten wir denn heute an? Hm? Florence. Alter, Florence hat uns hier ein Ei reingeknallt. Das wird aber knapp hier. Hey! Alter, ich habe nicht gesehen, dass der Penner da oben stand und noch hier die weiteren Muscheln reingeworfen hat. Alter, dann kommt schon gleich der Nächste. Kommt schon gleich der Nächste angeschissen. Lass das Ei liegen! Goddammit! Cool, wir haben ihn erwischt. Aber fix hier. Wie komme ich jetzt da durch, ohne weggefetzt zu werden? Schnell, das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Ich ergreife die Chance. Ich ergreife die Chance. Und. Ja, jetzt müssen nur noch Leute hier die Muscheln reinwerfen. Sonst bringt mir das alles nichts. Nein, das hat nichts gebracht. Ich ziehe aber schnell. Shit. Ja, genau. Geht doch alle drei auf den einen Typen drauf. Überhaupt nicht unfair. Alter, Freisglatt hat die Theorie aufgeschrieben, sehe ich gerade. Alter, wir werden hier gerade wieder so zerfetzt. Oh nein. Was macht ihr denn? Sterben, Coco XL. Du hast das XD im Namen nicht verdient. Ah,
Alter, der hat sich weggerollt und ich habe gedacht, ich hätte ihn erledigt, weil er sich dann so klein gemacht hat. Verdammt. Nee, das haben wir verkackt. Mal wieder. So, ich würde auch sagen, ich gehe mal aus dem Raum hier raus und dann lese ich mir mal die Theorie, die mir Feuerskelett hier in den Chat geschrieben hat.